Oh. Dies sind die überlieferten Worte unseres Vorfahren. Die Worte, die das Herz unseres Credos ausmachen. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Verbirg dich in der Masse. Gefährde nicht die Bruderschaft. Lass diese Regeln deinen Geist beherrschen. Befolge sie und sie erheben dich. Breche sie und du stürzt. Steh auf, Assassine. Arnaud Dorian ist tot. Er wurde der Welt genommen und seine Sünden und Fehler wurden zu Staub. Er ist auferstanden als Novize der Assassinenbruderschaft. Ah, diese Klinge, ich weiß auch noch, bei Assassin's Creed 1... Habe ich mich immer gewundert, ist es ein Fehler, dass der Altair so einen Finger verloren hat? Aber nein, das ist kein Fehler gewesen, sondern damit er schön seine Faust ballen kann und die Klinge da durchkommt. Das ist jetzt seit Assassin's Creed 2 nicht mehr so. Kann ich mich noch an die Zwischensequenz erinnern, die war lustig, ja. Wieder überragende Ladezeiten. Ich will es gar nicht wissen, wie es auf PS4 oder Xbox ist. Da müsste es aber eigentlich genauso sein. Die haben doch auch eine Festplatte verbaut, oder? Ich weiß es gerade nicht. Oh, hallo. Willkommen zurück. Du hast das Leben als Assassine erlebt. Willst du dich dem Kampf stellen und uns beitreten? Deacon, Datei laden. Unterwegs. Letzten Monat haben wir eine Datei von Abstergo gestohlen und die Informationen darin sind erstaunlich. Aber wir teilen so etwas nicht mit jedem. Wenn du Start drückst, wirst du ein Assassine. Wenn du die Templerbedrohung bekämpfen willst, wenn du die Zivilisation vor Abstergo beschützen willst, drücke Start, entspann dich und bereite dich auf die Wahrheit vor. Excuse me, where is the Start Button? The Start Button? Ich hab keinen Start, ich hab nur eine Leertaste. Gute Wahl. Willkommen bei den Assassinen, Novize. In den 50er Jahren gab es die These, dass die menschliche DNA dem Dreifach-Helix-Modell entspricht. Einige Jahre später ersetzte die Arbeit von Crick und Watson diese These durch eine Doppelhelix. Heute kennen wir die Doppelhelix als die unumstrittene Basis allen Lebens auf der Erde. Aber warum passte die Dreifach-Helix so gut ins Bild? Warum schienen Franklins Röntgenstrahlen sie zu belegen? Es zeigte sich, dass die ersten Proben geringe Spuren von Vorläufer-DNA enthielten. Den seltenen Genen einer uralten Rasse, eingebaut in unsere. Wir wissen nun, dass die Dreifachhelix die Basis des Genoms der Vorläufer ist. Sie ist der Stein von Rosette für die Genforschung. Wenn wir den Code knacken, wenn wir das komplette Vorläufergenom sequenzieren, können wir unser Wissen immens erweitern. Mit der Animus-Technologie wird sich uns erstmals die Geschichte der Vorläufer eröffnen. Wir werden alte Sprachen entdecken und uns alte Technologien nutzbar machen können. Stellen Sie sich vor, was möglich sein wird, wenn wir die Technologie der Ehrensplitter beherrschen. Solche Entdeckungen wären hundertfach bedeutender als die Spaltung des Atoms. Letztes Jahr entdeckten wir große Mengen Vorläufer-DNA bei einem Spender, dessen Gene menschliche und Vorläufer-DNA im Verhältnis 25 zu 1 enthielten. Mit dieser Probe beginnt unsere Arbeit. Unser Ziel ist es, die Dreifachhelix zu knacken, das Vorläufergenom zu sequenzieren und die Welt zum Guten zu verändern. Für uns alle.
Willkommen beim Phoenix-Projekt. Also ich muss schon sagen, das haben sie sich schon ziemlich gut ausgedacht, alles hier. Das fand ich schon bei Assassin's Creed 1 ziemlich erstaunlich, was sie sich alles... Also, das ist der Stand der Dinge. Letztes Jahr fand Abstergo den Körper eines sogenannten Weisen, einer sehr seltenen Art Mensch mit sehr viel alter DNA. Die Suche nach weiteren Weisen begann, in Vergangenheit und Gegenwart. Je mehr Abstergo findet, desto näher kommen sie ihrem Ziel. Wir haben ihre Suche vorerst unterbunden, aber Abstergo wird nicht aufgeben, bis sie das Vorläufergenom vollständig sequenziert haben. Also, warum Arno Dorion? Warum ihm durch die Französische Revolution folgen? Es zeigte sich, dass Arno irgendwann mit einem Weisen in Kontakt kam. Wir müssen herausfinden, wo und wann diese Treffen stattfanden. Wenn Arno beim Tod des Weisen anwesend war, könnte das Abstergo zu seiner Leiche führen. Natürlich wollen wir sie zuerst finden. Und da kommst du ins Spiel. Es wird nicht einfach. Um die Daten zu stabilisieren, muss genetische Erinnerung sequenziell erforscht werden. Aber wir wissen, dass du das schaffst. Und du bist nicht allein. Andere Novizen, Assassinen genau wie du, tragen dazu bei, den Kampf zu beenden. Wenn du mehr Training brauchst, mehr Erfahrung, dann ruf sie zur Hilfe. Okay. Wir laden die nächste Sequenz. Dort habt ihr es gesehen. Das war ja die Map von Unity. Voll gut geladen. 1799 Paris. Ah, jetzt haben wir auch unsere geile Kleidung hier. Ich habe etwas für euch. Je mehr Zeit du bei Arno verbringst, desto mehr Daten haben wir für deine Synchronisierung mit ihm zur Verfügung. Und für die Aktivierung seiner Fähigkeiten. Hier, sieh dir das mal an. Okay. Schleichen, ich gehe immer ganz oft auf Schleichen. Das finde ich bis jetzt sinnlos. Das ist gut, aber habe ich keine Dingens dazu, keine Punkte, deswegen mache ich erstmal Schlossknacken auf 2. Schlossknacken. Nur noch eins. Während ihr beschäftigt wart, hat sich Deacon ein wenig in Arnos Erinnerungen umgesehen. Er war ein umtriebiger Mann. Seht ihr das Symbol? Das ist eine Koop-Mission. Ich spiele sehr viele Multiplayer-Spiele. Wie ist es mit euch? Ich dachte, wir machen die Sache mal interessant. Diese Mission hat Arno mit anderen Assassinen durchgeführt. Hier bekommt ihr einen Eindruck davon, worum es bei uns geht. Geht einfach in den Glitch, dann bekommt ihr alle Details. Ich habe sie auf der Karte markiert. Geht einfach in den Glitch. So, ach so, das meint die mit Glitch, okay. So, wir kaufen uns erstmal eine bessere Waffe, weil die scheiße ist. Wir holen uns erstmal mit diese Kackwaffe. Mit dieser Kackwaffe habe ich das ganze Kackspiel durchgespielt, ey. Verbessern wir die vielleicht noch? Nee. Was brauchen wir noch? Eine andere Pistole brauche ich eigentlich nicht. Spitzhacke brauche ich nicht. Nee, auch nicht. Ausstattung. Hier, das sind die Montoren, die ich euch anziehen könnt. Achso, Bellex Assassin-Kontor. Hier, Alter, ihr könnt mir auch spielen. Denn dafür müssten wir natürlich diese App runterladen. Habe ich leider nicht gemacht, weil, keine Ahnung, kein Bock. Kann man halt ein bisschen was freispielen. Oder man muss immer diese dämliche App dazu haben hier. Ezio und so weiter und so fort. Also viele sagen mir schon gar nichts mehr, deswegen. Wir haben ja schon 2000, wir rüsten nochmal ein bisschen was um hier. Das sieht ganz schön cool aus, hä? Aber wir müssen... Ich gehe auf Schleichen, habe ich ja gesagt. Oh Gott, das kostet übelst viel. Hier, maskengeschneiderter Musketier. 900 Schleichen, super. Kostet 900, ey, das ist krass. Krasser Scheiß. So, was haben wir hier noch? Schleichen. Oh Gott. 1100. 900. Ja, egal. Gibt's hier noch was Schönes? Schleichen hier? Nee, ne? Beine hier, aber hier gibt's sowas für das Schleichen, oder? Hier. Was ist das?
holen wir uns noch einmal das hier und dann ist erstmal alles fertig hier. Anderen Shit braucht man nicht, wir sind nämlich ganz cool. Achso, hier muss ich diese App spielen. Ja, ist okay. Und dann so ein paar Bücher. Und wir rennen weiter. Also ich bin eigentlich froh, dass das Spiel bei mir nicht so stark verbuggt ist. Auf der Arbeit, wie gesagt, ich bin ja hier, ich stehe in der Werkstatt, repariere PCs, kann man auch erinnern, hier mit Assassin's Creed Unity, bei dem schruckelt das Spiel. Und ja, das ist echt schlimm, also. Und an seiner Hardware liegt es nicht. Aber naja. Jetzt geh doch runter. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch diese Mission. Oh Gott. Wie kann man sabotieren, indem man das hier einfach mal abhakt hier? Und dann reicht es erstmal für von meiner Seite aus. Wie viele Sequenzen haben wir denn jetzt geschafft? Ich verstehe das nicht, warum hier gemeinsam spielen könnte man auch theoretisch, aber ich habe keine, die das Spiel spielen. Fortschrittsanzeige. Wir haben schon 2 Sequenzen geschafft. Geil. Geht doch ganz gut voran, oder Leute? Ich weiß noch, bei Assassin's Creed 1 bin ich jeden Kackturm hochgeklettert, habe alles gemacht. Und am Ende hat sich das dann nicht gelohnt. So. Vielleicht mache ich noch 2 Missionen, mal gucken. Wie heißt die Mission? Die Mission? Schwing deinen Arsch in Position. Und stell keine Fragen, Pissbot. Stets zu Diensten. Unhöflich. Ach, alles, was wir gemacht haben. So. Wir müssen von hier rumgehen, hier. Das ist eine meiner Lieblings-, also nicht Lieblingsmissionen, aber halt. Für mich angepasst, die Kackmission. Ah, oh, scheiße! Ah, nein! Neustart. Ich dachte, der checkt's nicht, aber egal. Er hat's doch irgendwie gecheckt. Ja. Wie heißt die Mission? Schwingen in alle Positionen, keine Fragen, Pissbot. Ja, ja, schön. Wir wissen es, dass du unlustig bist. Oh, willst du mich verarschen? So, was hat er alles? Da wundert sich überhaupt nicht, warum der Typ weg ist. Okay, jetzt kommt er ran. Jetzt kann er herankommen. Ob das normal ist? Oh fuck, ey. Warum mache ich das eigentlich nochmal 5-mal von vorne? Ich weiß es nicht. Weil ich es ordentlich machen will, vielleicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, das ist jetzt mein letzter Versuch, sonst, oh, komm. Wie heißt die Mission? Wieso müssen die das immer wieder wiederholen, ey? So, dass man einfach mal so reinplomst, fällt auch keinen auf, oder was hier? Okay, du stehst einfach mal so auf. Ja, los geht's, Arno. Du Sau. So, mir ist das links jetzt scheißegal hier. Du reckst jetzt ab. Den kann ich auch noch aus der Deckung machen. Das war's.
Lass uns den Scheiß sabotieren, ey. Jetzt geht's wohl los, oder was?